Wir biegen auch direkt hier ab. Ich will nämlich mal einmal... Stopp, hier, in die Herrentoilette. Ich will einmal was zeigen. Ich bin ja noch neu in dieser Lindenstraßenfamilie, aber was ich jetzt schon toll finde, wenn einer mal Probleme mit Mundgeruch hat, ist hier immer Zahnpasta. Und wer sich jetzt fragt, na, aber ich muss mir doch auch irgendwie die Zähne putzen können. Natürlich hat das Team von der Lindenstraße gemeinsam eine Zahnbürste. Also schlechten Mundgeruch hat hier nie einer. Da weiß ich gar nicht, ob ich zu dieser Familie immer dazu gehören möchte. Ach, Licht aus. So, jetzt können wir runtergehen. Die Zahnbürste habe ich mal gezeigt. Von wem ist die? Wer hat hier gepennt? Ja, von euch allen, vermute ich. Ja. Gibt's auch bei den Damen. Von uns allen. Ich bin ja jetzt auch Familie. Wo hängst du hier? Ich hänge vorne als Regieassistent. Ah, stopp. Marie-Louise Marjan mit 24. Ah. Na? Ja. Ja, Sie sagen gerade, ne? Wir haben uns gesehen. Wo war denn das? Zu meinem Abitur. Oh. Nein. Wir haben, als der Moritz Asax bei Zimmer frei war, haben wir zusammen in der Küche gesessen. Noch die alten Beimers. Och ja. Ja. Also, wie lange ist denn das hier? Halbes Jahr? Nee, zwei Jahre. Muss ein bisschen länger, dann kann ich mich schon noch erinnern. Ja. Dann haben Sie ein Ei gebraten für uns. Ja. Ach, hier im Studio? Ja, genau. Jetzt kann ich mich erinnern. Jetzt dämmert es langsam. Und zwar immer, wenn es mit Eier zu tun hat, dann fällt es mir ein. Richtig. Richtig. Und ich weiß noch, wir dachten, wir sprechen kurz mit Hans-Joachim Luger und der Marie-Louise Marjan über Moritz A. Sachs. Das Ganze sollte 3 Minuten gehen. Ja. Und ich glaube, wir haben eine halbe Stunde in dieser Küche gesessen. Und Moritz. Ja, genau. Und ein Glück, dass ich das nicht schneiden musste. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Sonst geht's gut? Geht alles wunderbar. Wir haben gestern eine super Probe hingelegt. Riesiges Tempo und alle waren also ganz aufgeregt und war ganz toll. Und vor allem für die Technik ist es besonders schwierig. Und da hat also einer von den Technikern, habe ich gerade eben vorgemacht, die Szene. Er musste von einem Set ins andere mit der Kamera. Und da steht ein Bett. Und dann rief er immer, schnell, das Bett muss weg, ich muss mit der Kamera da vorbei. Dann kamen zwei Techniker, haben das Bett hin und her geschubst. Dann war das Bett aber zu weit links, dann musste es wieder rechts. Ich sag, aufpassen, der Stuhl muss hier hin. So, das hin und her und dann in allerletzter Sekunde, ich saß auf dem Stuhl und schon ging es los. Also in allerletzter Sekunde waren wir in der Position, die wir haben. Das kann ja was geben am Sonntag. Ja. Aber live ist schon geil, oder? Ja, natürlich. Ja, großartig. Wie Theater, ne? Ein bisschen Muffensausen wenigstens? Ach, ich denke, wir haben viele Proben noch, Gott sei Dank. Und dann denke ich, wird es schon klappen. Natürlich, gewisse Aufregung kommt dazu, das ist klar. Soll ja auch sein, ein bisschen Adrenalin und ein bisschen Aufregung. Das überträgt sich ja dann auch für den Zuschauer. Und ich komme so etwa 2-3 Minuten, bevor es live losgeht, komme ich mit der Kamera vorbei am Schlafzimmerfenster von Erich und Helga. Ach, wie schwer. Wie, uns belauschen, wenn wir schlafen? Ja, ja. Und ich komme dann an, was darf ich nicht machen, damit euch da nicht die Düse geht. Ja, gut. Was darf ich nicht machen? Na, Sie dürfen sich nicht zu uns legen ins Bett. Das geht nicht. Ja, das werde ich nicht machen, Okay. Oder wenn wir die Füße raus haben, dann unten an den Zehen kitzeln. Das geht auch nicht. Dann wären wir in der falschen Stimmung. Mit ins Bett legen oder an den Zehen kitzeln. Das merke ich mir. Ja, das ist gut, ja. Aber es wird toll Sonntag, glaube ich. Ja, ich hoffe, ja. Und dann können Sie am Schluss uns ja auch noch mal besuchen kommen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie? Im Schlafzimmer. Kommen Sie uns noch mal besuchen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich habe schon gesagt zum Bill, wir stellen dann schon mal den Champagner kalt. Ach, der Bill ist dann auch da, oder soll ich? Ja, klar. Und dann stellen wir schon mal den Champagner kalt, so ein bisschen versteckt in dem Nachtkästchen. Ja, dann gucken wir mal. Soll ich ins Schlafzimmer kommen? Ohne Kamera? Ja, ohne Kamera.